Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Und seit neuestem werde ich ja gesponsert von Aioli Creme. Aioli Creme Pikant von der Firma Ergülü. Ergülü, mediterrane Spezialitäten. Und die ist vegetarisch, glutenfrei und die hat sogar, wie ihr seht, 3 Knoblauchzehen und 3 Peperonis. Also besser geht's natürlich nicht. Und das habe ich auch gemerkt heute auf Arbeit. Ich war bestimmt 5-mal auf der Toilette. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich konnte schon gar nicht mehr laufen. Aber das nur nebenbei. Also wenn ihr mal... Aioli ist ja sowieso krass, ist ja sowieso richtig genial. Vergesst diese eklige Knoblauchsoße, die es da immer in den Flaschen gibt. Die schmeckt überhaupt nicht. Aioli ist der Shit, wenn es um Knoblauch geht. Und wenn ihr die mal seht, Aioli Creme Pikant, gibt es auch noch anders. Gibt es auch noch Aioli Creme mit, keine Ahnung. Die haben halt nicht 3 Knoblauchzehen und keine 3 Peperonis. Aber egal, denn es muss ja nicht immer so heftig sein. Aber was auch heftig ist, ist... Giratina kommt zurück und darum geht's nämlich heute. Da habe ich hier mal was vorbereitet, denn Giratina war ja schon mal da in seiner Wandelform und ich möchte euch kurz mal meine Statistik zeigen von damals. Denn damals habe ich 73 Giratina Raids gemacht und 71 gefangen, also eine richtig gute Quote kann man das sagen. Und damals habe ich auch einen 98er bekommen. Ziemlich zum Ende, was aber gar nicht so schlimm ist, weil ziemlich zum Anfang habe ich schon gleich einen 100er bekommen. Und ich weiß auch, der Bisa-Fan TV hat auch einen 100er bekommen. Bisa-Floor, der hat das nämlich in seinem Video gezeigt, hat das auch gemaxt gehabt und so. Fand ich cool, das war auch zu den Anfangszeiten, wo ich angefangen habe, seine Videos zu gucken oder er meine Videos. Ich muss gestehen, in letzter Zeit habe ich es ein bisschen vernachlässigt, bei ihm vorbeizuschauen. Werde ich aber natürlich immer öfters mal wieder machen und ich freue mich immer wieder, wenn ich einen Kommentar von ihm bei mir sehe. Auf jeden Fall damals meinen 100er gehabt. Ihr seht am 9.11.2018, es war im Zuge des Halloween-Events, kam das alles rein. Giratina wurde veröffentlicht, hab's dann auch gleich gemaxt und hochgezogen auf 3379. Jetzt ist Giratina zurück, beziehungsweise kommt zurück. Wir können uns mal kurz die Meldung hier angucken. Giratina kehrt zurück, wandelbereit. Beim Kampf gegen Giratina in seiner Wandelform hast du deinem Teamleader damals alle Ehre gemacht. Aber es gibt immer noch viele Geheimnisse, um das Rebell-Pokémon zu lüften. Giratina ist aus der Zerrwelt zurückgekehrt, um sich zu erneuern und zu verwandeln. Ab dem 28. März erscheint Giratina erneut in seiner Wandelform in Raids, bis es sich dann am 2. April in seine Urform wandelt, um bis zum 29. April weiter die Stärke aller Trainer zu testen. Ihr habt also dann auch nochmal die Daten hier natürlich. Die Wandelform, die schon mal da war, vom Donnerstag, 28. März 2019 bis Dienstag, 2. April. Und anschließend dann Giratina in der Urform, was natürlich neu ist und noch keiner hat. 2. April bis zum 29. April. Und ganz scherzhafterweise haben wir gestern Abend in der Gruppe auch darüber nochmal geredet und Farlaub hat gesagt, also... Weil der Bockwurstking hat gesagt, hey, was ist denn der Unterschied, was ist denn Wandelform, was ist Urform? Und ich habe gesagt, guck doch mal in den Pokédex, da siehst du doch, das sind 2 Einträge da, wie beim Deoxys, diese verschiedenen Formen gibt es auch da. Und Farlaub hat dann den Einwurf gebracht und gemeint, ja, Giratina in der Urform, das ist im Prinzip eine fliegende Made und Giratina in der Wandelform ist eine Made mit 6 Beinen. Und dann habe ich einfach ein Bild gesucht von irgendeiner ekligen Made. Das will ich auch mal hier einblenden. Und dann habe ich gedacht, genau, das ist Giratina, wie es lebt und... Was? Wie ist... Ach, wie geht der Spruch? Weiß ich nicht. Wenn ihr es noch wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall freut ihr euch natürlich auf Giratina, auf die Rückkehr und das erste Mal die Urform. Die fliegende, wo alle sagen, die sieht ja so richtig heftig aus. Ich bin gespannt, denn damals ein 100er bekommen. Jetzt wäre es natürlich krass, von der Urform auch ein 100er zu bekommen, denn die Urform erreicht nochmal satte 400 WP mehr oder so. Auf jeden Fall kommen die auf 3600, 3700, irgendwas dazwischen.
Richtig brutal natürlich. Ich freue mich immer, wenn ein Pokémon über 3000 WP erreichen kann, obwohl 3000 ja schon gar nichts mehr ist. Denn viele Legendäre kommen ja auch über 4000. Nicht so wie Cresselia oder Registeel. Das ist richtiger Rotz. Aber ja, bei Dialga war es ja auch so. Der kam ja auch über 4000. Da habe ich zwar noch kein gutes, aber das ist ja noch ein bisschen da. Und ich habe jetzt eh nicht so richtig gesuchtet, denn das werde ich suchten, wenn es dann zurückkommt und auch shiny sein kann. Denn wer bis dahin kein gutes hat, kann sich ja dann immer noch ein gutes holen und noch ein shiny dazu. Deswegen lohnt sich das bei der ersten Welle gar nicht so reinzuhauen. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Denn ich habe auch schon Leute gesehen, die haben so viel gesuchtet, die haben nach 3-4 Tagen schon 150 Palkia und Dialga Raids gemacht und einer hat auch schon 200er Dialga mittlerweile, aber okay, vielleicht kriegt er dann, wenn das als Shiny zurückkommt, auch noch ein 100er und dann hat er 3, 4, 5, dann kann er sich ein 6er Team mit lauter 100ern machen, muss aber nicht sein, aber macht ja jeder anders, ich auf jeden Fall lasse es immer gemütlich angehen, seit neuestem, seitdem ich kein Geld mehr habe, lasse ich es gemütlich angehen und zockt dann nur noch intensiv, wenn ihr gleich mehrere Dinge mit einmal eindecken könnt, sprich Shiny und ein gutes. Da geht's dann richtig ab, genau wie da unten, da rennen nämlich schon wieder die Leute vorbei. Aber das war's jetzt von meiner Seite aus, die Infos waren ja eingeblendet, ich hoffe, ich finde die Bilder alle zusammen. Und wie gesagt, gönnt euch Aioli, ne, kann man immer machen, seitdem der Robin nämlich hier war und mir so eine Tonne Röstzwiebeln mitgebracht hat, habe ich jeden Abend dann Hotdogs gegessen, um die Röstzwiebeln endlich leer zu machen. Und bei den letzten habe ich mir dann einfach Aioli noch dazu gegönnt, um einfach noch fetter zu werden. Also noch, das schmeckt einfach, man lebt eh noch einmal, deswegen Peace out, Vorhaut, bis zum nächsten Mal, euer Ramses.